Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Mein Herr, wenn kleine Kinder einem etwas aus ihrem Leben erzählen, etwas, was sie erlebt haben, was sie vielleicht gerade tief beschäftigt, dann merkt man immer als Zuhörer, dass sie die Kunst des Erzählens noch nicht, glaubt man, so ganz verstanden haben oder beziehungsweise so ganz aufgenommen haben. Denn sie bringen die Geschichte sozusagen direkt auf den Punkt, das, was sie bewegt, das wird einfach erzählt, meist für einen Zuhörer völlig aus dem Kontext gerissen. Sie erzählen es vermutlich deshalb, weil sie denken, das, was sie erlebt haben, das, was sie gesehen haben, das, was sozusagen dazu beigetragen hat, das muss ja der Zuhörer bereits wissen. So werden dann Erfahrungen auf kurze Bruchstücke heruntergebrochen und die Begeisterung ist dem erzählenden Kind meist sozusagen an den Augen, an der Art und Weise, wie es das erzählt, ablesbar. So, glaube ich, ist es auch in einem gewissen Sinne dem Evangelisten Matthäus heute passiert, als er etwas berichtet, was auch der Evangelist Markus beschreibt. Er beschreibt die Heilung des Gelähmten, den seine Freunde zu dir gebracht haben, damit du ihn heilst und du ihm die Sünden vergibst und er dann aufstehen kann und seine Ware nehmen soll und gehen kann. Genau wie Markus erzählt er es eigentlich so, der Kern, der eigentliche Punkt ist geblieben. Aber viele Dinge, die Markus sozusagen noch zum Ausschmücken bringt, die es uns heute helfen, das Geschehen sozusagen vielleicht noch etwas näher, etwas tiefer zu betrachten, das lässt er einfach weg. Er beschreibt nur, dass diese Leute den Gelähmten bringen. Er beschreibt nicht, dass sie aufs Dach steigen, dass sie das Dach abdecken, dass sie ein Loch in das Dach schlagen, um dann ihren gelähmten Freund zu dir vor deine Füße zu legen. All das lässt er weg. Und er beschreibt nur, dass sie ihn bringen und dass du ihn ansiehst, ihm die Sünden vergibst und ihm dann sagst, steh auf, nimm deine Ware und geh. Er erzählt das, was ihn und was diesem Bericht her, was heute passiert, sozusagen zentral am wichtigsten ist. Die Vergebung der Sünden, deine Vollmacht, Herr, die diesen Menschen sozusagen aus seiner inneren und dann auch aus seiner äußeren Gefangenschaft, aus seiner inneren und äußeren Lähmung herausnimmt, herauszieht, ihn rettet. Jetzt kann man sagen, gut, Matthäus packt das Ganze zusammen, er will halt wirklich auf den Punkt kommen. Aber vermutlich, Herr, ist es noch etwas anderes, was ihn da viel tiefer bewegt, denn direkt nach dem heutigen Textauszug, nach dem heutigen Bericht, den wir hören in der Heiligen Messe, direkt danach kommt ja dann eigentlich seine Berufung vom Zoll weg. Er sitzt am Zoll und wird weggerufen. Du rufst ihn. Vermutlich ist es dein Blick, wie du den Gelähmten ansiehst, wie du ihn ansprichst, wie du ihm die Sünden vergibst, ihm sagst, dass er Mut haben soll. Etwas, was Matthäus im tiefsten Inneren selber bewegt hat, weil es der gleiche Blick ist, den er erleben durfte, als er berufen worden ist. Matthäus, folge mir nach. Lass alles stehen und liegen, folge mir nach. All das, was dich bisher bedrückt, bewegt, beschäftigt hat, all das lass liegen. All das, was dich an ein Zollhaus bindet, was dich aber auch gleichzeitig aus der Gemeinschaft mit Gott und dem Volk ausschließt, all das lass hinter dir. Folge mir nach. Diese
Vollmacht, um die es ja geht beim heutigen Evangelium, bei der Heilung des Gelähmten, die ja auch angefragt wird, Herr, zur Vergebung der Sünden, zur wirklichen Heilung des Menschen. Die ist es, die den Evangelisten Matthäus zutiefst bewegt, weil er es selber erfahren hat. Deinen Blick, dein Angesehenwerden, das von dir gerufen werden, folge mir nach. Lass alles liegen, du bist frei, folge mir nach. Herr, was für eine wunderbare Erfahrung kann das sein, von dir gerufen zu sein, deinem Blick zu empfangen und zu erkennen, dass du uns, dass du mich unendlich liebst, dass du weißt, was in uns ist, was in mir ist, was falsch ist, was Sünde ist, wovor ich Angst habe vor dem, was mich lähmt, und dass du mir sagst, all das ist dir vergeben. All das ist Schnee von gestern, muss man so zu sagen. Und es schmilzt unter deinem Blick dahin. Es darf dich nicht mehr fesseln. Es darf dich nicht mehr am Boden festhalten. Und es wird aufgeschrieben von Matthäus, dass es nicht der Glaube des Gelähmten war, nicht die Hoffnung, die in ihm war, sondern eher die Hoffnung, die in seinen Freunden war, die ihn zu dir gebracht haben. Dass dieser Glaube dich ja so bewegt hat, dass du sagst, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Herr, wenn ich dieses Evangelium höre, wenn ich mir das einmal bewusst werde, ob es jetzt Markus oder Matthäus erzählt, es ist eigentlich egal, wenn ich mir diese Szene nochmal vor Augen führe und mich selber frage, wie steht es um mich? Wie steht es um mein Leben? Wie steht es um meine Lähmungen, meine Krankheiten, die Dinge, die mich festhalten, die mich binden, meine Sünden, die mich gefangen halten? Wie erfahre ich neu deine lebende Zusage, dein Ich vergebe dir die Sünden? Herr, wenn ich das Evangelium betrachte, dann denke ich an einige Beichten zurück, die ich ablegen durfte, da wo ich von dir zu hören bekommen habe, ich vergebe dir die Sünden, ich spreche dich los, ich sage dich los, ich spreche dich los von deinen Sünden. Dann denke ich an all die Momente, wo ich vielleicht auch nach längerer Zeit mal, als ich dann erst wieder anfing, auch vor meiner Priesterweihe, lange vor meiner Priesterweihe, vor meiner Ausbildung, wieder regelmäßig beichten zu gehen, wo ich das erste Mal nach langer Zeit wieder bei einem Priester war, Herr, wo ich bei dir war, um meine Sünden zu bekennen, wie aufgeregt ich war, wie viel schlotternde Knie ich, oder wie doll meine Knie geschlottert haben, als ich das erste Mal dann nach längerer Zeit wieder beichten war. Und wo ich es kaum fassen konnte, als du mir sagtest, ich sage dir, ich vergebe dir deine Sünden, ich spreche dich los von deinen Sünden. All das ist Schnee von gestern. Ich kann den Evangelisten Matthäus gut verstehen, dass er sozusagen diese Geschichte auf ein paar kurze Zeilen zusammenfasst, um zu zeigen, wie schön diese Lossprechung ist, wie schön es ist, von dir geheilt zu werden, wie schön es ist, sich deinem Blick auszusetzen, die Augen von dir auf sich ruhen zu wissen und zu wissen, dass du uns unendlich liebst. Herr, hilf mir, dass ich ohne Scheu, aus eigenem Antrieb, mit deiner Hilfe zu dir komme und all diese Dinge zu dir bringe, all meine Lähmungen zu dir bringe. Und dass ich am besten noch nicht ich von 5 oder von mehreren Freunden getragen werden muss zur Beichte, sondern dass ich noch am besten 5 Freunde mitbringe. Menschen nochmal deutlich machen, Menschen zu zeigen durch meine Freude, durch mein Leben, durch mein Laufen, durch mein Aufstehen, dass ich dank deiner Lossprechung bekommen habe, diese Menschen mitzureißen, ihnen zu zeigen, wie schön es ist, geheilt zu werden. Maria, deine Mutter, unsere Mutter, unsere unbefleckte Mutter,
sie möge uns helfen, sie möge uns ermutigen, dass wir mit all unseren Lähmungen, all unseren Ängsten, all unseren Dingen, die uns beschäftigen, zu dir kommen dürfen und dass du uns befreist. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.